Hi zusammen, ich bin's Anna. Wir packen heute was Cooles aus zusammen. Und zwar diese Box hier vom GameStop. Und zwar die Anime und Manga Lootbox. Ich bin echt gespannt. Ich habe dafür 32 Euro bezahlt und wollte es echt mal für euch ausprobieren. Und ja, ich bin gespannt und wir gucken jetzt mal, was rein da drin ist. Und Trommelwirbel. Da ist ein Manga drin, Seraph of the End, Teil 2. Schade, dass nicht Teil 1 da drin ist. Und oh mein Gott, warte mal. Das ist eine Figur. Diese Figur ist da drin. Boah. Aber ich muss gucken, was für ein Steven Starfast ist das. Steven Starfast. So sieht das dann aus. Ich baue das jetzt gleich mal schnell zusammen. Und hier Seraph of the End. Teil 2. Ich muss mir den ersten dann noch bestellen. Kein Problem. Aber ich bin zufrieden. Da ist jetzt nichts mehr drin. Leer. Gott sei Dank habe ich ja noch keine Pappe weggebracht. Kann ich morgen machen. Ich baue die jetzt mal schnell auf. Warte. Vielleicht kriegen wir das ja sogar im Video hin. Wenn das zu lange ist, dann schneide ich das raus. Aber wir können das ja mal machen. Unboxing. Oh. Hier, da sind ganz verschiedene Sachen noch mit drin. Also ganz verschiedene Accessoires und so weiter und so fort mit drin. Wie ihr seht. Ja, da kann man halt auch verschiedene Gesichter drauf ziehen und verschiedene Arme und so die Arme wechseln. So sieht die Figur aus. Ich muss nur kurz einmal. Das Papier da raus tun. So. Also die Figur sieht so aus. So. Ja. Interessant. Kommt auf meinen Wohnzimmertisch. Ja, da kann man jetzt noch die kurzen Sachen mitmachen. Man kann da jetzt hier. Oh, ist was runtergefallen? Ne? Egal. Da kann man jetzt noch zum Beispiel, wenn man möchte, hier zum Beispiel das noch mit drauf machen, also mit irgendwie festmachen, das dann so hinstellen. So quasi kann man machen. Interessant auf jeden Fall. Ja, gucke ich mal, was man noch so machen kann mit dieser Figur. Auf jeden Fall interessant, dass man das auch wechseln kann und so. Aber ja, von den Verhältnissen her ist schon relativ klein. Aber cool. So eine Überraschungslootbox. Also wer diese Figur mag, kommt bestimmt auf, ja, auf seine Kosten. Ich finde sowas cool. Und kann das auch gut dekorieren. Ich stehe auf sowas, auf Anime-Figuren und so. Ich kann euch mal gerne mal zeigen, was ich alles so Figuren habe. Ich habe einmal 2 Euro und so kleine andere Figuren. Ich habe noch nicht so viel. Aber da wird auf jeden Fall noch mehr dazu kommen als Deko. Ich habe auch so Eisfiguren. Ich kann euch mal meine Deko mal irgendwann zeigen, Video. Wenn das gewünscht ist, bitte einmal kommentieren. Dann zeige ich euch alle meine Deko-Sachen, die so mit Figuren und so zu tun haben und Anime. Und auch Tieren. Ja, da kann ich euch gerne mal zeigen, was für Deko ich so stolz drauf bin, auf was ich halt stolz bin zu besitzen. So, das war's auch mit dem Video. Ein kurzes Video. Und in dem Sinne sage ich ciao. Ihr seht später noch irgendwann auf dem TikTok oder auf dem, ja, wie ich das dann halt hier dekoriert habe. Das zeige ich euch auch noch. Ja, aber in dem Sinne euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Auf Anna, mach's gut. Ciao.